So, da sind wir wieder. Wir wollten hier ein paar Dinge verkaufen. Das machen wir einfach mal ganz kurz und schmerzlos. Schatzkammerschlüssel, okay. Und zwar haben wir hier Abitwin, das kann alles weg. Die Hast, die kommt weg. Der Topas, der kommt weg. All der ganz unnütze Ballast kommt alles erstmal weg. Das hier kann weg. Ich kann noch ein paar Tränke verkaufen, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich benutze. Auch Beistand, Ausdauer, bla bla bla. Hat mir nie irgendwie viel gebracht. Ist, wahrscheinlich ganz toll, wenn man die mal sinnvoll einsetzen kann, aber eigentlich habe ich mir jetzt noch keine wirklich sinnvolle Verwendung dafür in dem Spiel gefunden. Tiefwasser werden wir diese Folge wahrscheinlich noch lesen. Bastardschwert. Okay. Ich wollte allgemein sowieso noch ein bisschen was lesen hier in diesem Let's Play und in diesem Gefängnisschlüssel. Können wir gar nicht verkaufen. In diesem... Oh, kannst du doch verkaufen, Schriftrollen? Nur für 0 Goldmünzen, doch geht nicht. Okay, denn ich will natürlich ganz gern alle Bücher gelesen haben, die wir haben. Oder die wir sozusagen, die wir auftreiben konnten. Was wahrscheinlich schon ein Großteil der Bibliothek sein dürfte hier. Die Hellebarde kannst du haben. Den Knochenvögel, den Kopf willst du wahrscheinlich nicht haben. Ich bin gespannt, ob wir den mal irgendwo noch sinnvoll unterbringen können. Was ist das? Südlernerals Tagebuch können wir eigentlich auch mal wegpacken. Nimm mal voller Beutel. Da haben wir ein Karma plus 1. In Ordnung. Und was ist hier noch drin? Ah ja, die Schleuder und ein paar lustige Kettchen und Keulen und Vampirpfeile und Silberringe und Goldringe und Edelsteine, Geschmeiß und Geschmeidel finden wir hier in unserem wundervollen Beutel. So. Einmal das, einmal das und die Dinge sollen auch noch weg. Und den Ring wollte ich, glaube ich, behalten. Heiliger Ring klingt ganz gut. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn behalten wollte, aber es hat bestimmt einen ganz, ganz wichtigen Grund. So. Wissen kann eigentlich auch weg. Wir sind wissend genug. Na gut, so weiß ich. Viel wissen wir eigentlich gar nicht mal. Wie intelligent sind wir denn? Wir haben 13 Intelligenz. Oh, wir sind ganz schön dumm, fällt mir das auf. Wir sind gar nicht mehr weise. Weisheit minus 1 haben wir. Okay. Vielleicht beim nächsten Mal, weil wir irgendwann nochmal unsere Attributswerte erhöhen können. Obwohl ich dann sagen muss, würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt auf Weisheit setzen, sondern vielleicht weiter auf Geschick oder auf Intelligenz, weil Intelligenz hat einen neuen Modifikator. Ist aber auch egal. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber jetzt schon Gedanken zu machen. Insofern wir selber noch gar nicht in diese Situation geraten. Okay. Lasst uns mal kurz gucken, wo wir uns gerade befinden. Wir müssen noch ein paar Nebenquests abschließen, bevor wir oh, guck mal, war ich in diesem Haus schon mal drin? Huhn haben wir schon. Ja, war ich. Bevor wir uns in den Herturm von Luskan hineinwagen. Weil der Herturm von Luskan, wenig überraschend, wird vermutlich das Ende des Kapitels einleiten. Nachdem wir die beiden Herkommandanten bereits getötet haben, ist die Stadt hoffentlich etwas befriedeter, etwas ruhiger. Der Bürgerkrieg hat hoffentlich ein Ende gefunden, beziehungsweise hoffe ich, dass durch das Machtvakuum, was ist entstanden, durch die Führerlosigkeit, nicht... nicht irgendwelche Probleme entstehen noch. Dass irgendwelche anderen, niederen Herrscher jetzt irgendwie anfangen wollen, da in das Machtvakuum vorzustoßen. Hallo, Elwind. Ich kann es kaum fassen. Ihr habt mir Yvayne wiedergebracht. Ich hatte die Hoffnung fast schon aufgegeben. Ja, ja, weiter. Yvayne hat mir nach ihrer Ankunft eure Rettung geschildert. Eigentlich ihre Rettung. Es sei denn, eure Rettung durch uns, möglicherweise. Wie kann ich euch nur jemals danken? Hier sind die 300 Goldmünzen. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Bestimmt kannst du mir mehr geben, nicht wahr? Da habt ihr wohl recht. Lieber will ich arm und mittellos sein als ohne Yvayne. Hier sind 375 Goldmünzen. Mehr habe ich wirklich nicht. Dann auf, Yvayne. Ich glaube, ich habe einen Weg aus dieser höllischen Stadt arrangieren können. Benutzen wir ihn. Wunderbar, wir haben 250 Erfahrungspunkte bekommen. Wir brauchen noch ungefähr 10.000 bis zur nächsten Stufe. Also sind 250 Erfahrungspunkte ein relativ kleiner Tropfen. Aber gut. Ich hatte ganz kurz, dass wir angegriffen werden. Das wirkte kurz so. Ich habe übrigens festgestellt, in einer vergangenen Aufnahme, dass wir noch nie in Jardels Anwesen waren. Warum habe ich das festgestellt? Ganz einfach, weil ich diese Folge jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal aufnehme, ehrlich gesagt. Und jedes Mal ein Fehler passiert ist. Es tut mir leid, aber ich habe scheinbar wieder einen weiteren Hardware-Defekt. Ich freue mich total. Für Fürsten Jardel
war jemand, die mit einem Halbling namens, ich glaube Erz hieß er, auf mein Techtelmechtel hatte. Er hat ja auf meinen aus Liebe einen Ring geschenkt, um das kurz mal die Geschichte zu erzählen. Und der Erz hat allerdings das Problem, dass ihr Ehemann ein sehr eifersüchtiger Fürst sein könnte oder ist, der möglicherweise ein Problem damit hätte, wenn er den Ring eines Geliebten bei seiner Ehefrau finden würde. Ich kann mir nicht vorstellen, warum es der Fall ist, aber es ist halt so. Ich nehme dir erstmal dein Geld weg. Und wir sollen natürlich möglichst unauffällig diesen Ring jetzt zurückbringen. Vielen Dank. Das Schöne ist, Yvaine wird hier, Jardel, wer ist Yvaine? Yvaine war die Dame, die wir gerade gerettet haben. Jardel wird hier von zwei Wächtern flankiert, aber es macht diesen Wächtern überhaupt keine Probleme, dass hier drei fremde Gestalten, darunter eine riesengroße Spinne, in ihr Haus eindringen, sie beklauen, ihre Truhen kaputt machen, hinter ihr die Tür aufbrechen, wenn die noch aufzubrechen war. War es tatsächlich, alle Räume durchsuchen und danach mit ihr sprechen. Sie reagiert genauso freundlich wie sonst. Das finde ich total lustig. War ja eigentlich irgendwas Interessantes dabei. Ja, Bücherhaufen. Die Geschichten der Vier aus dem Norden. Ah ja. Hallo, Fürstin Jardel. Ich habe keine Besucher erwartet. Seid ihr hier, um einen Mann zu sehen? Ich fürchte, er ist gerade nicht in der Stadt. Ich möchte mit euch über Erbes Ring sprechen. Ihr wisst von dem Ring, den Erbi mir gab? Oh, dann muss Erbi euch wohl geschickt haben. Nun, ich glaube nicht, dass das, was er will, fair ist. Erbi ist einfach nur kindisch. Er hat mir den Ring gegeben, weil er mich liebt. Und ich gebe ihn nicht zurück, weil sich das nicht geändert hat. Seid vernünftig, wir können darüber reden. Worüber reden? Ich glaube nicht, dass es hier etwas zu reden gibt. Austricksen. Und wie steht es mit der Tatsache, dass ihr gegen Absatz 12 der Geschenkeannahmevorschriften von Luskan verstoßen habt? Ihr macht wohl Witze, davon habe ich ja noch nie gehört. Doch, doch. Ihr wollt euch etwa, dass ich euch anzeige, oder? Also gebt mir den Ring. Erfolg. Oh nein, ihr könnt den Ring haben. Ich wollte nichts Falsches tun. Einen Augenblick bitte. Hier ist der. Nehmt ihn und geht weiter. Ich bin mir sicher, dass wir nichts weiter zu bereden haben. Da bin ich mir auch sicher. Ich habe mir die Bearbeitungsgebühr für die Rückführung des Rings aus deinen Kassen genommen. Und ich freue mich sehr über Geschäfte mit Ihnen. So. Der liebe Erb, heißt er nicht Erz, befindet sich bei Blinzel und Kitzel, dem örtlichen Freudenhaus, und treibt noch sein Unwesen. In diesem Freudenhaus sind offenbar alle Leute wütend, sie stehen sich schon gegenüber in Zweierreihen und oder in eine einfache Reihen, um ihren Protestkund zu tun. Warum sind sie erschüttert? Nicht etwa, weil die beiden Kommandanten tot sind oder weil sie verschiedenen Lagern angehören, nein, sondern weil niemand in diesem Freudenhaus Freude hat. Oder Freude bereitet wird. Das ist ein bisschen lustig. Das ist, glaube ich, das keuscheste Freudenhaus, was ich jemals gesehen habe. In einem Spiel auch wohlgemerkt. Nicht natürlich live. Live gehe ich in keine Freudenhäuser rein. Obwohl natürlich jedes Haus, in das ich bin, ein Freudenhaus ist. Meine Freundin lacht. Nicht positiv. Wie auch immer. Sagt mir, dass ihr den Ring habt. Mein dritter Zeh hat gejuckt wie verrückt. Und das kann nur heißen, dass die ganze Kämpferei jeden Moment beendet sein könnte. Ich habe den Ring dabei. Wie habt ihr die Frauen überzeugt, ihn herzugeben? Egal, ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Wie schon meine blinde Tante Binny sagte, als sie den bedauernswerten alten Onkel Schiefzahn heiratete, Unwissenheit ist ein Geschenk des Himmels. Wenn ich mich recht erinnere, erwähnt ihr eine Belohnung. Ich wusste, dass ihr zur erfolgreichen Sorte gehört. Schon von dem Augenblick an, als ich euch sah, Erb, dachte ich mir, diese Frau könnte dicker hinlangen als Onkel Breitsteiß. Und der ist wirklich dick. Hier bitte, 650 Goldmünzen für den Ring. Überreden. Es war wirklich nicht einfach, an ihn heranzukommen. Ich glaube, ihr könntet noch etwas mehr erübrigen. Ich schätze, ihr habt euch wirklich einen Zuschlag verdient. Fürstin Jardel ist nicht gerade sehr umgänglich. Wenn sie sich aufregt, ist sie sogar unnachgiebiger als ein Greif ohne Schwanzfedern. Hier habt ihr noch einmal 100 Goldmünzen. Und jetzt muss ich mich für eine Weile verabschieden. Für den Fall, dass Fürstin Jardel nach mir sucht oder Schlimmeres. Gut, dass Gnome so klein sind und so leicht zu verstecken sind. Lebt wohl. Und er haut tatsächlich ab. Ich würde übrigens mal vorschlagen, dass wir hier gleich mal einige Bücher und so weiter lesen und einige Dinge mal verstauen, die wir ehrlich gesagt nicht mehr brauchen, wenn wir in diesen Herturm hineingehen. Diese ganzen Quest-Dinger sind Lalerals Tagebuch brauchen wir nicht mehr, Birks Handbuch brauchen wir nicht mehr, die Gefängnisschlüssel brauchen wir nicht mehr, den Gruftschlüssel, den ich gerade gesehen habe, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das Siegel des Kommandanten weiß ich, ob wir das mal brauchen können, weiß ich wie gesagt gar nicht. Haben wir noch irgendwas, was eigentlich irgendwelche Schlüssel, hier Schatzkammerschlüssel, die jetzt eigentlich völlig unnötig sind. Ach guck mal, wir haben noch einen Topaz. Hat er mal gefunden gerade bei der Fürstin. Was ist das?
Der Diplomatenpass, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Handschuh, Siegesabzeichen werden wir auf jeden Fall weiter benötigen. Einfach so aus Prinzip. Was ist das? Abhandlung über vergessene Helden. Kann ebenfalls weg. Tiefwasser werden wir gleich lesen. Ist übrigens kein kurzes Buch. Und wir beginnen. Tiefwasser, wo warst du denn gerade? Da. Tiefwasser, auch bekannt unter dem Namen Die prächtige Stadt, liegt am südwestlichen Rand der Region des Nordens. Die Bevölkerungszahl liegt bei fast 1,5 Millionen Einwohnern, variiert jedoch jahreszeitbedingt. In Zeiten eifrigen Handels beherbergt die Stadt ungefähr 5-mal so viele Bewohner. Fast jedes landlebende Volk hat Repräsentanten in Tiefwasser. Und viele haben sich dauerhaft hier angesiedelt. Von Jahr zu Jahr kommen mehr Halblinge in die Stadt. Sie dürften bald außer den Menschen das Volk sein, dem die meisten Einwohner angehören. Der Völkervielfalt entsprechend unterhalten auch fast alle Religionen Tempel oder Schreine in der Stadt. Ich kann immer noch nicht mit dem Mausrad scrollen. Tiefwasser wurde schon vor über 2000 Jahren als Umschlagplatz für den Handel genutzt. Vor etwa 1000 Jahren entsprangen in der Gegend die ersten festen Bauernhöfe. Die erste namentliche Erwähnung von Tiefwasser, noch nicht als Stadt, sondern als Ansammlung von Kriegsherren, stammt erst von vor knapp 400 Jahren. Die Stadt wurde im Jahr 1032 TZ, ich weiß übrigens jetzt Tiefwasserzeitrechnung, oder Tiefwasserzeit, gegründet. Dem Jahr, in dem Gairon, erster Fürst von Tiefwasser wurde. Gleichzeitig das Datum, an dem die Kalenderzählung des Nordens beginnt. Die Stadt wuchs mit erstaunlicher Geschwindigkeit, so dass sich bis 1248, Tiefwasserzeit, bereits die Totenstadt und die Gilden entwickelt hatten. Die Gildenmeister übernahmen kurz darauf die Herrschaft in Tiefwasser, worauf eine Periode der Unruhen und Konflikte begann, die als die Zeit der Gildenkriege in die Geschichtsbücher einging. Die Gildenkriege endeten erst, als die beiden letzten Gildenmeister ihrer unrühmlichen Regentschaft ein gemeinsames Ende bereiteten. Erst im Jahr 1273, Tiefwasserzeit, also 25 Jahre später, wurde das gegenwärtige Regierungssystem eingeführt. Also gab es 25 Jahre, Anarchie im besten Sinne des Wortes sozusagen, also Staatlosigkeit oder Führerlosigkeit, in dieser Stadt. Okay, interessant. Im Jahr 1273, Tiefwasserzeit, wurde das gegenwärtige Regierungssystem eingeführt, als die Magister eingesetzt wurden und die geheimen Fürsten von Tiefwasser ihre Macht wiedererlangten. Seit dieser Zeit wächst und gedeiht die Stadt. Angehörige aller Völker strömen aus den gesamten Reichen in die prächtige Stadt, um dort bare Münzen zu verdienen. Über die Jahre hinweg haben die erfolgreichen Händler Gilden geschaffen und sich selbst in den Adelstand erhoben. Die geheimen Fürsten von Tiefwasser erhalten das Recht und die Ordnung mit Hilfe der städtischen Garde, der Stadtwache und über 20 in schwarzen Roben gekleideten Magistern aufrecht. Höflich und mit eher leichter Hand. Tiefwasser wurde eine Stadt, in der die verschiedensten Völker, Religionen und Lebensweisen toleriert werden. Dies wiederum kurbelte die Wirtschaft weiter an. Und heute ist Tiefwasser eine riesige und vielseitige Stadt, eine der wohlhabendsten und lebendigsten Orte auf ganz Ferun. Offenbar der Place to be, da möchte ich unbedingt sein. Ich möchte jetzt unbedingt nach Tiefwasser fahren und dort Urlaub machen. Was haben wir noch? Wir haben noch Utgars Erbe. Utgar ist der legendäre Begründer und Namensgeber der Utgard-Barbaren, der wilden Grenze. Einige ihrer Legenden behaupten, er sei der Sohn Beohunas. In anderen heißt es, er wäre ein Nachkomme von Tempus. Alle Legenden stimmen darin überein, dass Utgar ein starker, stolzer Krieger war, der dreimal so lange lebte wie ein normaler Mensch. Nachdem er im Kampf gegen den Frostriesen Gurt tödlich verletzt wurde, stieg er in andere Sphären empor, um von dort für immer über die Utgard zu wachen. Utgar bezwang alle urtümlichen Tiergeister in Zweikampf und gab die göttlichen Geschenke, die er auf diesem Weg erhielt, auf seinem Totenbett an die Utgard weiter. Bis zum heutigen Tag folgt jeder der Stämme der Utgard einem dieser Tiertotems. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Utgar vermutlich ein Nordmann aus Ruatym war, der den Namen Uta Gardolfsson trug. Bevor er seine Barbarendynastie begründete, führte er ein Leben als Plünderer. Auch das legendäre Eluskan fiel ihm einst zum Opfer. Keiner kann verleugnen, dass Utgar oder Uta aus dem Totenbett tatsächlich den Rang eines Gottes erlangte. Verliehen vom Kriegsgott, der seinen Kampfgeist bewunderte. Naja. Das Buch packen wir gleich mal hier hin. Und die beiden Bücher, ich weiß, dass es beide die gleichen Bücher sind, werde ich jetzt auch nochmal lesen. Der Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Der Obervater Ao erschuf das Universum, in dem sich jetzt die Welt Toriel befindet. Nach dieser Erschaffung entstand eine zeitlose Periode des Nichts, ein nebliges Reich der Schatten, das bestand, bevor Licht und Dunkelheit voneinander getrennt wurden. Schließlich bildeten sich aus dieser Schattenessenz zwei wunderschöne Zwillingsgöttinnen, zwei gegenteilige Pole. Eine die Dunkelheit, die andere das Licht. Die Zwillingsgöttinnen erschufen die Körper des Himmels, unter anderem Shauntea, die Verkörperung der Welt, Toriel. Was? Die Zwillingsgöttinnen erschufen die Körper des Himmels, unter anderem Shauntea, die Verkörperung der Welt, Toriel. Das ist
Komische Satzstellung. Toriel wurde von dem kühlen Glanz der Göttin Silun erhellt und von der einladenden Umarmung der Göttin Schar verdunkelt, aber noch existierte keine Wärme auf diesem Planeten. Chauntea bat um Wärme, damit sie Pflanzen und lebende Kreaturen aufziehen konnte. Das führte zu einem Interessenkonflikt und zur endgültigen Trennung der Zwillingsgöttin Silun und Schar. Es kam sogar zu einem Kampf zwischen den beiden. Aus dem göttlichen Konflikt entstanden die Gottheiten des Krieges, der Krankheiten, des Mordes, des Todes und noch viele weitere. Silun griff weiter über das Universum hinaus auf die Feuerebene, benutzte eine reine Flamme dazu, einen himmlischen Körper zu entzünden, sodass Chauntea gewärmt wurde. Schar wurde wütend und begann alles Licht und alle Wärme im Universum zu löschen. Verzweifelt und stark geschwächt entzog Silun ihrem Körper die göttliche Essenz der Magie und schleuderte sie gegen ihre Zwillingsschwester. Die Essenz flog durch Schar hindurch und entzog auch dem dunklen Zwilling die gesamte Magie. Diese Mischung aus magischer Essenz formte Mystriel, die Göttin der Magie. Sie bestand aus der Magie des Lichts und der Dunkelheit, stand ihrer ersten Mutter aber näher. Mystriels Unterstützung stellte das Gleichgewicht der Kräfte wieder her und ermöglichte einen unsicheren Waffenstillstand zwischen den beiden Zwillingsgöttinnen. Übrigens kreuche ich auch die ganze Zeit doch mit dem Brustgrat. Schar, die immer noch mächtig war, verbrachte die restliche Zeit in der bitteren Einsamkeit ihrer Dunkelheit und schmiedete Rachepläne. Siluns Energie wuchs und schwand mit dem Licht, aber sie schöpfte aus ihren Töchtern und Söhnen und verbündeten fremden Gottheiten auf anderen Ebenen neue Kraft. Die Zwillinge führten ihren Kampf noch heute fort. Okay. All diese Bücher würde ich gerne... Kann ich nicht hier reinpacken? Na gut, dann... Zumindest eins kann ich noch hier rein tun, genau. Und das letzte Buch werde ich hier einfach irgendwo hinlegen. Und dann ist gut. Wunderbar. Und jetzt begeben wir uns nach einer geschwinden Drehung der Kamera einfach mal auf die Pirsch in Richtung Heeresturmbrücke. Dort, wo wir der Wache speichern. Dort wird der Wache den gefälschten Pass zeigen müssen, den Diplomatenpass. Und hoffen, dass er uns einlässt. Moment. Und es ist geladen. Es ist vollbracht. Ja, wir müssen gleich da hin. Wir müssen eher, ich glaube, da links oben hingehen. Genau. Wunderbar. Dann ein Stückchen nach links. Ich finde diesen langsam joggenden Gang. Manchmal muss ich gestehen, etwas entnervend, weil es manchmal etwas zu langsam ist. Das muss ich leider mal so gestehen, wie es ist, gerade wenn man schon alles erkundet hat. Aber das ist bei Rollenspielen natürlich nicht selten der Fall, dass man einfach möchte, dass man sofort alles irgendwo hin teleportieren kann oder sich hin teleportieren kann. Aber egal. Brückenwächter, Herr To. Ich grüße euch. Ihr dürft die Brücke nicht ohne Erlaubnis überqueren, Bürger. Treten Sie bitte zurück. Ich habe einen Pass. Ich bin Botschafter von Malhorrent. Wie bitte? Lasst mich sehen. Nun, euer Dokument trägt das Siegel. Das ist magisch, da lässt es sich nicht fälschen. Also gut, Madame. Bitte entschuldigt mein Misstrauen. Die Bruderschaft hat in den letzten paar Wochen viele Würdenträger empfangen, aber noch keinen von so weit her. Wie auch immer, ihr könnt passieren. Und wir passieren. Ich nehme kurz mal einen Schluck Getränk. Wir sehen gleich mal zwei große Statuen, von denen man jedes Mal denkt, dass sie sich gleich in Gargüle verwandeln würden, aber das tun sie nicht. Und hier haben wir Hauptmann Islund, bewaffnet mit zwei Kammers. Er sagt, ich bitte euren Pass sehen. Seid gegrüßt, meine Dame. Eurem Pass entnehme ich, dass ihr Teil der Delegation aus Malhorrent seid. Ist das richtig? Pass vorzeigen, hier bitte. Dann habt ihr eine erstaunlich weite Strecke zurückgelegt. Man hat mir nichts von eurer Einladung an die Malhorrent gesagt. Wir haben euch auf jeden Fall nicht erwartet. Überreden, bluffen. Wagt es etwa an der Echtheit des Passes zu zweifeln? Erfolg. Nein, natürlich nicht, Eure Exzellenz. Tempus weiß, dass die Magier wirklich viel Besuch bekommen, seit die Kämpfe aufgehört haben. Dann erlaubt mir euch, die Tür zu öffnen. Ich möchte vorschlagen, dass ihr die leere Suite direkt hinter der Tür rechts nehmt. Edle Dame, wartet mit dem anderen Botschafter, bis euch jemand abholt. Ich muss euch warnen, dass es eine Weile dauern kann, bis jemand kommt. Nach den Kämpfen in Turm ist zwar ein neuer Arcaner Erzmagier gewählt worden, doch soweit ich weiß, ist die Lage noch recht chaotisch. Ich möchte euch auch empfehlen, euch nicht über die Haupthalle hinaus vorzuwagen. Die Kämpfe mögen vorbei sein, aber die Magier würden euch für einen Eindringling halten, wenn ihr euch irgendwo befindet, wo ihr keinen Zutritt habt. Sie sind derzeit nicht in der Stimmung, Fragen zu stellen. Ich bin sicher, ihr habt Verständnis dafür. Ich hätte übrigens einige Fragen an euch. Na, das ist ja nichts Schlimmes. Fragt nur, meine Damen. Wer ist denn der neue Arcane Erzmagier? Nun, Erzmagier war bisher Arklem Greith, doch Arklem ist nicht mehr da und obwohl ich weiß, dass es einen Nachfolger geben muss, so weiß ich doch nicht, wer es ist. Ist der frühe Erzmagier denn tot? Er ist wahrscheinlich im Kampf gestorben, aber genau weiß ich es auch nicht. Sagt der Kampf?
Ja, ich nehme an, Fremde wie ihr wissen nicht viel darüber, nicht wahr? Die Magier haben sich bis vor kurzem gegenseitig umgebracht, oben in ihren Turm. Ich weiß nicht, was die Kämpfe ausgelöst hat, aber ich bin froh, dass ich nicht darin verwickelt war. Wichtig ist, dass sie jetzt vorbei sind, auch wenn im Turm ein furchtbares Durcheinander herrscht. Was meint ihr denn mit Durcheinander? Nun, ich wollte damit nicht sagen, dass zu wenig für eure Sicherheit getan wird, eure edle Dame. Doch es sind so viele Magier bei den Kämpfen umgekommen. Wie ich gehört habe, ist es bei den Kämpfen auch zu mehreren Unfällen gekommen. Zu Dingen, die noch aufgeklärt werden müssen. Das ist ein weiterer Grund, warum es gefährlich wäre, hier umherzustreifen. Unfällen, meint ihr mit Unfälle wie Messer im Rücken oder Unfälle wie magische Portale sind aufgetan worden? Okay, und wozu all diese strengen Sicherheitsmaßnahmen? Die Bruderschaft hat immer Wert auf strenge Sicherheitsmaßnahmen gelegt, gute Frau. Sie wollten ihre Geschäfte lieber unter sich austragen. Ich bin sicher, dass Halb Luskan selbst auf dem Höhepunkt der Kämpfe noch nicht einmal davon wusste. So ist es ihm. Ja, wir haben auch ganz Luskan auch gekämpft, also waren die Kämpfe im Turm auch keine Ausnahme, würde ich mal sagen. Erzählt mir etwas über den Herturm an sich, der übrigens genauso aussieht wie Kurzherturm, wenn man das mal so sehen kann. Naja, das ist ein großes Areal. Man sagt, er sei viel älter als die Stadt selbst, von magischer Hand vor langer Zeit erschaffen. Die Bruderschaft ist hier vor, naja, etwa 20 Jahren oder so eingezogen. Der frühere Arkane Erzmagier hat Luskan zu dem gemacht, was es heute ist. Ich weiß nicht viel über den Ort. Wir Wachen gehen gewöhnlich nicht hinein und haben mit dem Magier so gut wie nichts zu tun, was mir durchaus recht ist. Okay, wisst ihr was über irgendeinen Kult im Turm? Ein Kult? Nein, davon habe ich nichts gehört. Diese Magier waren nie sonderlich religiöse Leute, meiner Erfahrung nach. Und habt ihr jemals von jemandem namens Maugrim gehört? Jemand namens Maugrim ist vor langer Zeit mal hierher gekommen. Er wollte mit dem Magier sprechen und ist hier geblieben. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und nichts von ihm gehört. Könnte gestorben sein, schätze ich. Okay. Gestorben und er hat sich da eingenistet, je nachdem. Wie groß ist der Herturm denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, edle Dame. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, dass es die Magier selbst wissen. Sie bewegen sich nicht wie normale Leute durch den Turm, mit Treppen und Fluren oder so. Es gibt ja diese Lichter, die in die Räume teleportieren. Tempus weiß, wie sie sich merken, wer wohin darf und was wohin führt. Falls ihr drinnen eins dieser Teleporterlichter seht, solltet ihr die Finger davon lassen. Wie ich schon sagte, ihr könntet irgendwo im Turm herauskommen und das wäre nicht gut. Okay, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl, meine Dame. Betrete den Herturm. Und begebe mich sogleich in das Gemach, was uns angewiesen wurde. Auch hier ist eine Falle. Wollen wir gleich mal entschärfen? Lass es doch gleich machen. Noch eine? Nein, nur hier vorne. Wir haben zwei Schildwächter hier. Warte mal, guck ich mir kurz mal an. Die Schildwache starrt geradeaus und scheint euch nicht zu hören. Übrigens, es ist gleich, nachdem ich diesen Raum betreten habe, wieder blind. Also nicht blind, aber zumindest hat da die alte Folge geendet. Ich gehe kurz mal den Inhalt der Truhe angucken. Der jetzt 27 Goldmünzen waren. Vorher waren es irgendwelche magischen Steuerkugeln. Da habe ich wohl kein gutes Geschäft gemacht, aber egal. Speichern. Wir sollen uns auf jeden Fall nicht im Turm umsehen, was dazu führt, dass wir uns auf jeden Fall im Turm umsehen. Zumindest auf dieser Etage möchte ich kurz mal gucken, wer denn die anderen Gesandten sind. Okay, hier ist denn niemand. Ist hier jemand drin? Also ist hier etwas drin, meine ich. Okay. Wir finden eine normal gefährliche Falle. Verstärkung. Okay. Ah ja. Gurak Darmschlitzer. Okay, was für ein wunderschöner Name. So möchte ich auch meine Kinder nennen. Hallo? Sie müssen wohl ein Ork sein. Oh? Magier bringen andere zum Verhandeln? Ich ihnen sagen, sie nur brauchen König Obold. Sie nix brauchen euch oder irgendjemand sonst. Ich bin der Botschafter von Malhorrent. Wer seid ihr denn? Was meint ihr damit? Was meint ihr damit genau? Hä? Orks viele, Orks mächtig. Magier nicht brauchen andere, brauchen nur Obult, Vielfeil, größter Häuptling, der wo gibt. Okay, und wer genau seid ihr? Ich, Krieger mit großen Fähigkeiten, bin gekommen, um mit Magiern für König Obult, Vielfeil zu sprechen. Größter Häuptling im Norden, das. Magier brauchen keine andere wie euch. Und wofür brauchen die Magier euch? Ich nicht sagen. Ich sei auf wichtige Missionen. Nur sprecht mit Magiern. Wer ist dieser Obult, von dem er die ganze Zeit erzählt? Ihr keine Ahnung. König Obult, Vielfalt, größter Orkhäuptling, wo gibt. Mit größtem Clan. Ruft andere Clans zusammen wegen Krieg. Große Armee. Magier darüber ganz glücklich, wenn Magier heile. Helle, meine ich. Könnt ich euch ein paar Fragen stellen? Ich nicht sagen. Ich wichtig, oh, Großkrieger. Obult, Vielfalt, mich schicken für wichtige Sache. Reden nur mich.
Überreden? Natürlich, ich wusste von Anfang an, dass ihr wichtig seid. Flirten. Ich kann mit ihm flirten. Aber natürlich seid ihr wichtig. Ihr seid doch so groß und so stark. Ganz ehrlich, einfach nur, weil es wahrscheinlich nicht so häufig davor, weil ich nicht ganz häufig die Gelegenheit dazu bekomme, ihn anzuflirten. Ich habe immer ein Charisma 19 oder sowas. Flirte ich einfach mal an. Erfolg. Ganz schön helle für Menschfrau. Ihr erkennt wichtige Ork-Krieger, wenn ihr ihn sehen. Vielleicht nicht ganz so übel. Ihr mich stellen Fragen. Machen schon. Ich zeige euch, ich sei wichtig. Okay. Warum genau seid ihr hier? Ich komme für Obult Vielfalt. Sprechen mit Maugrim. Ah, Maugrim ist doch hier, nicht wahr? Er sei neu, Großmagier von Turm. Ich wissen, neu, Arkane Erzmagier. Er mich bitten zu kommen. Erzählt mir noch ein bisschen von diesem Maugrim. Maugrim viel mächtig für Mensch, viel gefährlich. Er haben viel Magie und er auch nicht, auch dienen jemand anders. Ich wissen nichts, wissen, wem er dienen, aber haben große Macht, größere Macht als er noch. Viele Magier jetzt dienen Gleichwesen wie Maugrim. Mit alle viel Macht von Maugrim, Orks nur gehen gut an seine Seite. Entschuldigung, ich stottere etwas bei diesem Sprachstil. Das heißt, wenn Menschen halten Vereinbarung. Was hat er euch denn angeboten? Ha, ich euch mögen, aber ich das nichts sagen. Ihr machen eigene Vereinbarung mit Magier. Was will er denn? Wisst ihr das? Maugrim machen große Armee. Er machen Armee von Menschen in Stadt von Barbaren. Auch von Orks. Viel, viel Orks. Magier haben Großzauberei und kämpfen in Armee. Sie seien viel mächtig. Was bezweckt ihr mit dieser Armee? Wollen erobern. Wir nehmen Norden. Wir bekommen versprochen. Aber erst wir nehmen manche Stadt die Winter. Maugrim wollen die Winter viel dringend. Maugrim sagen, Armee werden von Elfenfrau geführt. Ich das nichts gut finden. Elfen seien dumm und lecker. Nichts gut Anführer. Aber Maugrim sagen, Elfenfrau Aribeth ganz bestimmt werden anführen. Aribeth? Nix kennen Elfenfrau. Hören sie seien viel stark, viel fies. Vielleicht sie nix seien so übel, aber sie nix sagen Obut, was er machen. So viel seien sicher. Die Führung der Armee soll einer Verräterin übertragen werden, das soll ich vielleicht nicht so laut sagen. Glaubt ihr, dass die Orks damit einverstanden sein werden? Obult warten lange Zeit zu machen, große Armee. Orks gegen Menschen bündet es immer, werden zurückgedrängt. Doch wir kämpfen mit Magiern und Menschen, dann vielleicht wir siegen. Wir siegen groß. Aber Obult schon sein unterwegs. Schließen Armee jetzt zusammen. Niemand können aufhalten. Ich nur sei hier, um Magier zu sagen. Lass mich etwas anderes fragen. Was ihr denn wollen? Was wisst ihr denn über den Turm selbst? Ich nix weit gehen, Magier. Euch machen tot, wenn reingehen wollen. Aber ich will, viel wissen über Magier. Viel und viel mehr. Erzähl mir doch ein bisschen mehr über die Arkane Bruderschaft. Ihr seid alle Magier. Viele Magier. Mit mehr Zauberei als Schamane. Hellfaust. Sie viel reich und viel kämpfen gegeneinander. Vielleicht kämpfen zu herrschen über alle Länder. Magier gegenseitig töten für lange Zeit. Wollen sehen wir größte Magier. Großkämpfe in Turm. Ich höre viel Magier rennen weg und nix kommen wieder. Neumagier jetzt sein größter Magier. Sagen Magier, was machen? Er laden Orks ein in Turm und bieten an viele Sachen. Wollen unsere Hilfe, so er seien viel schlau. Ein neuer Magier, ja, es ist der Maugrim, das wissen wir bereits. Was ist in letzter Zeit so im Turm vorgegangen? Magier kämpfen natürlich. Rest von Stadt, nix wissen, dass Magier hier in Turm haben. Kampf auf Kampf. Viel Magier seien tot. Kämpfe noch nix seien vorbei. Alte Großmagier laufen weg. Ich höre ihn, oder vielleicht er sein Tod. Nix wissen. Neumagier, jetzt er sein Arkane Erzmagier, Mensch mit Namen Maugrim. Er laden alle Botschafter ein. Er wissen, Orks seien viel wichtig, wollen unsere Hilfe. Er aber noch viele Kämpfe in Turm. Nix haben genug Zeit zu reden mit mich. Das, und das sei schlecht. Ich würde gerne eine andere Frage stellen. Genau, warum habt ihr hier einen Golem? Das ist eine gute Frage. Er gehöre zu Raum. Magier sagen, er will schützen, aber ich brauche keinen Schutz. Ich sei ein großer Krieger. Okay, wisst ihr irgendwas über einen Kult hier? Ich nix wissen von keinem Kult. Auch sein egal, wenn Magier sagen, sie wollen machen Krieg, wir seien einverstanden. Dann sag ich mal auf Wiedersehen. Pff, Magier nix brauchen euch, sie brauchen nur mich. Ja, okay. Kann ich mit dem Magier sprechen? Mit dem Mittelmeer Wache. Die Schildwache schlägt geradeaus und scheint euch nicht zu hören. Ich speichere mal. Guck mal, ob ich diese Truhe hier angehen kann, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Ich komme nicht mehr dran vorbei. Dann machen wir es eben mal so. Offenbar gibt es keine Probleme damit, dann ist das ja gut. Witzig, dass keiner von euch deswegen Stress macht in irgendeiner Form. Ich würde sagen, wir unterhalten uns. Guck mal, da ist ein Werkatze. Was ist das denn verletzt? Ach, Werkatze!
Ich dachte, was ist ein Werkatze? Werkatze. In ihrer Hybridgestalt kommt die selbstsüchtige und manipulative Ader der Werkatzen am besten zur Geltung. Viele spielen mit ihrer Beute oder versklaven sie und treiben sie so oft in den Wahnsinn. Wir werden sie wahrscheinlich einfach töten, wenn wir gerade Bock drauf haben. Aber erstmal machen wir einen kleinen Schnitt und sehen uns gleich wieder.